Was bitte ist eine Komfortzone? Ist das was Gutes oder ist es eher etwas, das uns einschränkt? Ich schmeiß mich gerne selber aus der Komfortzone, um mich zu trainieren. Also so wie manche Leute im Winter gerne ins eiskalte Bad, ins Wasser, in den See gehen. Mir geht es darum zu schauen, kann ich meine Komfortzone vergrößern oder jetzt nehme ich viel zu viel vorweg. Oder ist es besser, sie da zu lassen, wo sie gerade ist? Das Thema, mit dem ich mich jetzt gerade beschäftige, Imporitorik. Komfortzone. Ist Komfortzone etwas Gutes oder eher etwas Schlechtes? Also, ist es gut, sie zu pflegen? Und was heißt das? Komfortzone hat doch zuerst mal eine ganze Menge damit zu tun, dass ich die Perspektiven erkunde. Also, wo ist überhaupt meine Komfortzone? Was ist außerhalb meiner Komfortzone? Ist außerhalb meiner Komfortzone überhaupt irgendwas, was ich gebrauchen kann? Weshalb sollte ich die verlassen? Weshalb soll ich sie pflegen? Fragen über Fragen. Es gibt so dermaßen viele Möglichkeiten, auf die Dinge zu schauen. Welche ist gerade die beste? Bei Komfortzone fällt mir auch ein, dass es Zeiten gab, da wäre ich nicht ohne Krawatte aus dem Haus gegangen. Lange ist es her. Ich erinnere mich daran, dass ich meine erste Frau den ersten Abend sogar gesiezt habe. Da war meine Komfortzone im Bereich Auftreten ziemlich klein. Dafür war sie auch sehr klar. Ja, ich sollte mir die Haare kämmen. Wenn es darum geht, andere Perspektiven zu finden, um herauszufinden, wie sieht es denn aus mit der eigenen Komfortzone und gibt es noch andere, habe ich es relativ leicht. Ich brauche nur in den Raum meiner Frau zu gehen. Da ist fast alles anders als da, wo ich mich aufhalte. Ist es jetzt außerhalb meiner Komfortzone? Nicht wirklich. Es ist nur nicht meine. Also, es ist nicht die Zone, die ich mir gestalten würde. Gleichzeitig finde ich sie äußerst inspirierend. Kommt da jetzt der Ingenieur durch oder der Philosoph? Was ist überhaupt eine Komfortzone? Mir erstmal einen Überblick über das Thema zu verschaffen. So gehe ich üblicherweise an Themen ran. Bin ich da schon wieder in meiner Komfortzone? Wahrscheinlich schon. Ich finde ja, Komfortzone hat auch was mit Mustern, mit Prozeduren zu tun. Und wenn Prozeduren sich bewährt haben, ist es gut, sie durchaus zu nutzen. Gleichzeitig könnte es gute Gründe dafür geben, diese Muster zu hinterfragen, zu schauen, gibt es nicht auch andere Wege? Bessere, vielleicht genauso gute, vielleicht einfach ergänzen. Überblick? Ich will wirklich einen Überblick haben. Ich brauche solche Möglichkeiten. Interessanterweise brauche ich gleich mehrere. Brauchen? Ich genieße es einfach, dass ich viele Möglichkeiten habe. Mindmaps, Flipcharts, Whiteboards. Viele Möglichkeiten, um erstmal zu schauen, wo bin ich? Was gibt es? Wo könnte es hingehen? Komfortzone. So. Die Komfortzone verlassen, das werde ich jetzt tun.
Hier ist schon schön. Ich gehe jetzt raus. Trotzdem. Meine Tasche. Wie so oft sollte es mit was beginnen? Mit der Definition. Was bitte ist eine Komfortzone? An der Stelle definiere ich es mal halbwegs wertfrei und sage, die Komfortzone ist der Bereich, in dem wir uns aufhalten, wenn wir nicht weiter darüber nachdenken, in dem wir uns halbwegs wohlfühlen, wir wagen, das Wort ist falsch, wir tun das, was wir uns trauen. Wir machen wenig neue Erfahrungen im Außen, sondern wir bestätigen uns das, was wir ohnehin schon wussten. Ist das was Gutes? Die Komfortzone ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass wir sie ungern verlassen. Also außer wir entscheiden uns, es zu tun oder, naja, mitunter entscheidet auch das Leben. Es ist Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Eine typische Eigenschaft von Komfortzonen ist, wir denken nicht wirklich darüber nach. Es bestimmt unsere Wahrnehmung, unser Denken, unser Handeln. Ist halt so. Zu den typischen Eigenschaften von Komfortzonen gehört, dass wir nicht wirklich darüber nachdenken. Wir stellen sie nicht in Frage, sie bestimmen unsere Wahrnehmung, unser Denken, unser Handeln und ist halt so. Ist halt so. Und wehe, irgendjemand sorgt dafür, dass wir die Komfortzone verlassen sollen. Es kann sein, dass es uns Freude macht. Es kann sein. Und das ist viel wahrscheinlicher, es verärgert uns. Er ist einfach viel zu bequem in der eigenen Komfortzone. Was eine Komfortzone mit uns macht und ob wir sie begrüßen oder eher verabscheuen oder vielleicht begrüßen und verändern, ist oft eine Frage der jeweiligen Definition. Es gibt Menschen, die sagen, Komfortzone gleich Bequemlichkeit, gleich Faulheit, gleich Stillstand. Muss das so sein? Ich würde ja sagen, wir haben nicht eine Komfortzone. Wir haben eine ganze Reihe von Komfortzonen. Eine für Ernährung, für die Beziehung, für die verschiedensten Beziehungen, für Musik, für Sport, für Bewegung, für den Job. Ach, wer hat sie gezählt? Wir Menschen haben nicht eine Komfortzone, wir haben eine ganze Reihe von Komfortzonen. Und zwar selbst in jedem einzelnen Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir das Beispiel Reden und Präsentieren. Da gibt es Menschen, die um keinen Preis der Welt vor mehr als einer Person oder im Familienkreis über irgendetwas reden und schon überhaupt nicht präsentieren würden. Dann gibt es Menschen, die können bis zu einer bestimmten Gruppengröße wunderbar präsentieren. Haben da viel Spaß bei, fühlen sich wohl. Und es gibt Menschen, die können vor Hörsälen oder in Hörsälen präsentieren, den Laden rocken, aber wehe, es geht darum, eine Präsentation im Familienkreis zu halten, zum Beispiel, wenn die Tochter heiratet. So mancher Prof bekommt dann auf einmal Lampenfieber, vielleicht sogar Redeangst. Wozu sind Komfortzonen gut? Naja, es ist erstmal angenehm, die Dinge zu machen, die uns vertraut sind. Jenseits all des Irrsinns da draußen ist es einfach schön,
auf irgendetwas vertrauen zu können. Insofern, Prozeduren, die sich bewährt haben, zu wiederholen, ist durchaus clever. Weshalb Energie verschwenden, um Dinge, die funktionieren, anders zu machen? Ja. Und schon bin ich bei den Nachteilen. Die Gefahr ist, dass ich immer wieder die Dinge tue, die mir bitte vertraut sind, Dinge, die vielleicht funktionieren, möglicherweise gibt es andere Wege, die viel besser funktionieren. Außerdem ist die Gefahr groß, dass ich bequemer und bequemer und bequemer bin. Und außerdem, wer sagt denn, dass das überhaupt wirklich eine gute Lösung ist? Einer der Gründe, warum Menschen die Komfortzone nicht verlassen, ist, es tut weh, aufzustehen. Das tut's auch, wenn ich auf einem spitzen Stein sitze. Es tut erstmal weh. Und was machen die meisten Menschen dann? Setzen sich wieder hin. Ob das clever ist? Wenn wir es uns zu bequem in der Komfortzone machen, besteht das Risiko, dass wir einfach auf viel zu viel verzichten. Der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, wird nicht größer, wird kleiner. Somit auch der Bereich, in dem Leben stattfindet. Die Gefahr ist da, dass wir nicht das Leben führen, das wir führen würden, wenn wir uns wirklich entfalten. Das wäre schade. Wenn wir unsere Komfortzone nicht verlassen, ist einfach die Gefahr sehr groß, dass wir nicht so erblühen, uns nicht so entwickeln, wie wir es tun würden, wenn wir uns etwas wagen würden. Wie auch. Was können wir machen mit der Komfortzone? Naja, das Erste auf der Liste ist, wir können es einfach so lassen, wie es ist. Weshalb sollten wir es ändern? Das ist am bequemsten. Das kennen wir schon mal. Wer weiß, vielleicht wird es ja dann viel schlimmer. Naja, der pessimistische Ansatz macht es dann meist leicht, zu sagen, ich bleibe da, wo ich bin. Wobei, es könnte ja auch Optimismus sein, der dazu führt, dass gesagt wird, ja, hier bleibe ich, weil hier ist schön. Weil ich die anderen Möglichkeiten nicht kenne. Schade auch. Ich kann die Komfortzone verändern. Ich kann sie vergrößern. Ich kann gestalten. Wobei da der Haken an der Sache sein kann, herauszufinden, was heißt denn bitte überhaupt Komfortzone vergrößern? Heißt es sich verbiegen? Ist es möglich, die Komfortzone zu vergrößern und sich treu zu bleiben? Komfortzone? Was bitte ist eine Komfortzone? Das ist der Bereich, in dem wir uns aufhalten, wenn wir nicht weiter drüber nachdenken. Wenn wir das tun, was wir immer tun. Definiert das ausreichend Komfortzone? Zugegeben, wenn ich meine Komfortzone verändere, kann es sein, dass ich mich überhebe. Ich denke gerade an eine Situation im Urlaub auf der Hochzeitsreise, wo mich Leute fragten, ob ich Lust habe, mit Volleyball zu spielen. Und weil ich mich daran erinnerte, wie das früher war, vor unwesentlich vielen Jahren in der Vergangenheit, merkte ich im Flug, den Ball wollte ich bekommen, dass die Landung mir wahrscheinlich nicht gefallen wird und ich wahrscheinlich deutlich meine Komfortzone überschätzt habe. Das war nicht vergrößern, das war Aua. Die meisten Menschen denken beim Komfortzone vergrößern zuerst an Eisbaden, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, eine Riesentätowierung, ein Riesenpiercing, ach was weiß ich, es gibt die verrücktesten Sachen. Alles vollkommen in Ordnung, ich gönne euch das. Nur wie wäre es denn auch mal an die relevanteren Themen zu denken? Also zum Beispiel, wer eine Botschaft hat, wer ein Anliegen hat, wer meint, die Welt könnte an einer bestimmten Stelle besser funktionieren, wäre lebenswerter. Sich dafür einzusetzen. Also zum Beispiel den Mut zu haben, zu sagen so, in der nächsten Besprechung stehe ich auf und ich beziehe Stellung, auch wenn ich da vielleicht nicht unbedingt dem Mainstream entspreche. Das sind Möglichkeiten, die Komfortzone zu vergrößern, die etwas verändern. Es gibt Menschen, die sagen, Komfortzone, das ist da, wo ich mich wohlfühle, weil so bin ich. Also wird es unbequem, verbiege ich mich, bin ich nicht. Ich finde, das ist eine ziemliche Bremse. Da ist es viel besser, gesunden Selbstzweifel an den Tag zu legen. Weshalb? Weil ich brauche nur daran zu denken, wie es mir mit der Sprache Französisch ging. Ich fand, das ist eine Sprache für Weicheier.
Was für eine blöde Sprache. Wer könnte mich zwingen, die zu sprechen? Bis ich mich in die Sprache verliebt habe. Und von dem Moment an war das vollkommen anders. Also mitunter braucht es einen Impuls, eine Motivation, irgendetwas, das uns dazu bringt, die Dinge anders zu schauen. Und es lohnt sich. Viel zu häufig werden Überzeugungen zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Wenn ich zum Beispiel der Überzeugung bin, das bin ich nicht, das ist meine Komfortzone, wenn ich mich da rausbewege, dann verbiege ich mich, ist die Chance sehr groß, dass ich beim kleinsten Anlass all das als Beweis nehme. Ha, habe ich's doch gewusst. Ich lasse das mal lieber. Schade, es gibt einfach viele Themen, die ein bisschen mehr Disziplin und Durchhaltevermögen erfordern. Nicht jeder besteht den Marshmallow-Test. Es gibt schon Wege, die ich eindeutig sympathischer finde als andere. Zu den Möglichkeiten, die angeboten werden, um die Komfortzone zu vergrößern, die ich am wenigsten leiden kann, was für ein langer Satz, gehört Chaka. Kann ich definitiv nicht abhaben. Erstmal ist mir da viel zu viel Effekt drin, wobei ich schon zugebe, dass so ein symbolisches Überschreiten von Grenzen, so ein Feuerlauf, für manche Menschen eine so derartig symbolische Wirkung haben kann, dass es danach tatsächlich besser vorangeht. Oft hält es leider nicht, was es verspricht. Viel besser ist es, in den Schritten ans Werk zu gehen, bei denen wir auch in der Lage sind, sie danach durchzuhalten, also sie beizubehalten. Was nützt mir der ganze Kram, die ganze Aufregung, wenn ich es nicht auch mit Transfer in den Alltag hinüberrette? Was oft behauptet wird, die Komfortzone ist die Komfortzone, also die Grenze ist gesetzt. Ich behaupte, es ist nicht die Idee, sich zu verbiegen, sondern herauszufinden, inwiefern kann ich meine Komfortzone vergrößern und wenn ich es dann mit entsprechendem Aufwand auch mehrmals praktiziert habe, bleibt es möglicherweise so. Ja, es mag sein, dass danach wieder so ein kleines bisschen zurückgeht, nur bleibt etwas über. Also ist die Komfortzone nach größer und damit mein Leben besser? Nicht jede Komfortzone, die vergrößert wird, verbessert das Leben. Einige schon. Die Komfortzone zu vergrößern ist was vollkommen anderes, als sie zu verbiegen. Verbiegen bedeutet entweder, es tut weh und es entspricht mir nicht, oder vielleicht sogar noch schlimmer, zusätzlich geht noch was kaputt. Eine Dehnungsübung ist was anderes als ein Beinbruch. Es lohnt sich aus vielen Gründen, die eigene Komfortzone zu pflegen, zu vergrößern. Neue Möglichkeiten erkunden. Dinge mal auf eine andere Art und Weise machen. Einfach nur, um herauszufinden, was macht's mit mir? Was passiert? Vielleicht genieße ich dann das, was ich sonst tue, umso mehr, weil ich dann wieder weiß, deswegen tue ich das so. Ein weiterer Unterschied zwischen verbiegen, pflegen und vergrößern ist, dass das, was wir dann tun, Energie freisetzt. Also vielleicht für eine gewisse Zeit Energie kostet, vielleicht auch ein bisschen Dehnungsschmerz, ein bisschen Muskelkater. Nur dann setzt es mehr frei, als es kostet. Was sich bei der Pflege oder Vergrößerung von Komfortzonen sehr bewährt hat, ist, weise zu entscheiden, ob das eine gute Idee ist. Und wenn die Entscheidung getroffen ist, loslegen. Sonst wird es zu einem guten Vorsatz und davon gibt es zu Neujahr ja schon eine ganze Menge, die vor sich hinstauben. Feel the fear and do it anyway. Mach's trotzdem. Es gibt so einiges, das uns davon abhalten kann, unsere Komfortzone zu vergrößern, zu pflegen. Überhaupt erstmal herauszufinden, was heißt das überhaupt für uns? Der Hauptgrund, Nummer 1,
Der Hauptgrund Nummer 1. Doppelt gemoppelt. Angst. Und diese Angst kann begründet sein oder sie kann auf ungünstigen Erfahrungen der Vergangenheit beruhen. Vielleicht auch auf Überzeugungen, die schon längst überholt sein sollten. Ein anderer sehr häufiger Grund, weshalb Komfortzonen immer kleiner werden, ist Bequemlichkeit. Es ist schön, sich auch mal gemütlich zu machen. Mal. Ja, es ist wichtig, das, was wir erreicht haben, auch genießen zu können. Eine ausgewogene Herangehensweise hilft. Ist der Brocken zu groß, könnten wir uns daran verschlucken. Tatsächlich, könnte ja passieren. Also, kleine Häppchen lernen wir von der Verhaltenstherapie. Kleine Schritte, großes Ergebnis. Sich auf den Weg zu machen, kann mit Schmerzen verbunden sein. Klar, vor allem, wenn es vorher richtig unbequem war und wir uns irgendwann einfach nur daran gewöhnt haben. Dann ist es umso wichtiger, dass wir uns endlich auf den Weg machen. Etwas verändern, etwas verbessern. Also die Komfortzone zu pflegen, zu vergrößern, zu erweitern, ist eine wirklich gute Idee, wenn wir es auf angemessene Art und Weise machen. Es gibt so viele Vorteile, die damit verbunden sind. Wir entfalten uns, unsere Persönlichkeit, wir fördern unsere sozialen Kompetenzen, wir sind kreativer, wir leben gesünder. Die Liste ist ewig lang. Also, ran ans Werk. Viele Hindernisse, Dinge, von denen wir denken, die sind einfach nur noch mal zu groß für uns, entpuppen sich schließlich als Scheinriesen, als Stufen, die uns dahin führen, wo es viel mehr uns und unserer Persönlichkeit entspricht. Also, es lohnt sich, durchaus mal ein bisschen größer zu denken. Überhaupt bin ich der Meinung, dass auch das Erweitern der Komfortzone am besten funktioniert und am meisten Nutzen bringt, wenn wir es einbetten in unsere Vision, unsere Mission, wie auch immer wir es nennen, ja, also ins große Bild. Um die eigene Komfortzone zu vergrößern, zu pflegen, muss ich mich da in risikovolle Situationen bringen. Ich finde, das ist schade. Also schade, vor allem dann, wenn es nicht irgendeinem Zweck dient. Wie wäre es denn, etwas zu tun, was wirklich etwas bewegt? Wenn ich bei allem im Leben, bei jedem kleinen blauen Fleck gleich aufgegeben hätte, immer in der Komfortzone geblieben wäre, die mir sozusagen von der Erziehung her vorgegeben war, naja, dann wäre ich heute wahrscheinlich Tischler. Ein ehrenwerter Beruf. Wäre nur nicht das, was ich machen wollte. Zwei linke Hände. Bonustipp. Ihr habt dem Thema eine Chance gegeben, ihr habt es immer wieder getan. Es hat nicht funktioniert oder es macht euch einfach keinen Spaß. Wunderbar, dann wisst ihr jetzt, das ist außerhalb des Bereichs, der euch gut tut. Wunderbar, klasse. Es gab eine Zeit, wo ich dachte, jeder kann alles. Wenn es einen Menschen auf dem Planeten gibt, dann sollte es doch möglich sein, herauszufinden, wie es funktioniert. Das habe ich geglaubt, bis ich mir die erste Gitarre gekauft habe. Na, genau genommen. Aufgegeben habe ich es nach der dritten. Es gibt Dinge, die mir nicht liegen. Und wenn ich nicht immer beim Stimmen ohne Hilfsmittel vorankomme, dann ist das etwas auf meiner Liste, das ich sein lasse. Gebe ich zu früh auf? Wenn es zwickt, kann es helfen. Muskelkater wohl auch. Wenn es dauerhaft nicht passt, passt es nicht. Wir könnten Komfortzone neu definieren und sagen, Komfortzone ist da, wo wir uns aufhalten, weil wir
unser eigenes Leben leben, weil wir unseren Werten entsprechend unterwegs sind und weil wir den Möglichkeiten auch eine Chance gegeben haben. Das ist eine wirklich schöne Definition, oder? Um es auf den Punkt zu bringen, du definierst deine Komfortzone und damit dich. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Hatte ich erwähnt, dass es eine gute Idee ist, nach der Erweiterung der Komfortzone auch ein bisschen Pause zu machen, ein bisschen zu genießen? Das macht jetzt Gott. Bei dem, was uns Menschen im Weg stehen kann, uns weiterzuentwickeln, unsere Komfortzone zu vergrößern, gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, den hätte ich fast vergessen. Unwissenheit. Wenn wir denken, das, was wir momentan in unserem Leben haben, ist es, mehr geht nicht, anderes gibt's nicht. Wie sollen wir denn überhaupt merken, dass es Zeit ist, uns auf die Reise zu machen? Also, seid neugierig. Ich persönlich halte die Komfortzone auch nicht unbedingt für einen guten Gegenstand eines Wettbewerbs. Wie wollten wir die vergleichen? Der einzige Maßstab, der zählt, ist, ob das Leben erfüllend ist. Jetzt will ich meine Komfortzone genießen.